Ich habe ein paar Fragen vorab gestellt. Was ist denn überhaupt Wissen? Wie kann es systematisiert werden? Wie ist der Diskussionsstand derzeit? Und gibt es Lösungen? Und was ist die Lösung vielleicht? Wissen kann man auf zwei Arten schreiben. Einmal groß und einmal klein. Beim Verb gibt es beim Wissen einige Definitionen. Also durch eigene Erfahrungen oder Mitteilung von außen Kenntnis von etwas bekommen. Über jemanden etwas unterrichtet sein. Davon Kenntnis haben, sicher sein, dass sich jemand etwas in einem bestimmten Zustand befindet, in der Lage sein, etwas zu tun oder dies und ich weiß nicht, was noch alles weiß ich. Wenn ich es groß schreibe, ist die Definition schon viel klarer. Dann versteht man die Gesamtheit der Kenntnisse, die jemand auf einem bestimmten Gebiet hat, unter Wissen. Aber wie komme ich denn nun an das Wissen? Und was ist denn das Wissen, groß oder klein geschrieben? Wissen besteht aus Faktenwissen, mit einer Anreicherung aus Erfahrungswerten und Hintergrundinformationen, sogenanntem Gossip. Man muss ja auch ein bisschen wissen, was hinter dem Wissen steckt. Es kann ja nicht nur um Fakten gehen, sondern wie ist dieses Wissen überhaupt zustande gekommen, wie hat sich diese Situation ereignet, das gehört ja alles mit dazu. Und beim Menschen dient als Grundlage für das Wissen die humanistische Ausbildung. Sie wird ergänzt durch die weitere Lebenserfahrung. Gibt es sowas wie kulturelles Wissen, das zu systematisieren ist? Ich habe das mal versucht, hier in so einer tollen Zeichnung darzustellen. Das wäre das Blaue da hinten im Hintergrund, dass das Wissen ist. Aber solche Standards kann man überhaupt nicht festlegen. Das ist einfach nicht möglich, dass eine Autorität von sich aus sagt, das ist Wissen, das muss jetzt gespeichert werden, das ist das Einzige, was für uns relevant ist und das ist absolut. Wie kann denn dieses Wissen überhaupt systematisiert werden? Wissen wird ganz oldschool, analog häufig noch systematisiert mit Zettelkästen oder auch digital über Datenbanken, kommerziell oder gemeinnützig, privatwirtschaftlich oder es wird auch staatlich systematisiert. Wenn Sie die Seite wissen.de aufschlagen, kommen Sie solche Bilder. Da ist ein Facebook-Hinweis drauf, dann wissen Sie, wo Sie sich günstig irgendwelche Fenster kaufen können, bei Velux. Also eine gute Verbindung mit Social Media und Werbung ist da häufig mit enthalten, wie Sie an Wissen herankommen. Aber Social Media kann auch sinnvoll genutzt werden. Ich habe beispielsweise von der aktuellen Auflage oder dem neuen Sonderheft der NJW auch über Facebook erfahren. Wir haben Geburtstag, schrieb da die NJW, 70 Jahre Geburtstag. Und wenn Sie dann auf der Seite von Back Online blättern, finden Sie noch mehr Informationen darüber. Aber da müssen Sie ja häufig schon eine Lizenz dafür haben. Also es ist, glaube ich, ganz günstig, wenn Sie sowohl Social Media auch sinnvoll einnutzen, was wir immer unseren Kindern sagen, übertreib's nicht, guck auch mal was anderes, guck auch mal Fernsehen, hör mal Radio, lies mal eine Tageszeitung. Aber Social Media ist heutzutage auch wichtig. Das kann wirklich gute Informationen liefern, die auch sinnvoll genutzt werden können. Überlasse ich jetzt jemandem die Systematisierung? Das wird schwierig. Wenn Sie da einfach mal vergleichen, wenn Sie das Stichwort Goethe eingeben, habe ich bei Google über 41 Millionen Einträge gefunden, was eine ganze Menge ist. Wenn ich das bei der Deutschen Digitalen Bibliothek eingebe, komme ich auf knapp 1.891 Treffer. Bei der Europeana komme ich auf 8.000 Treffer. Ist der im europäischen Kontext also relevanter als im nationalen? Wie ist das denn mit Goethe? Gut, es gibt vielleicht auch Goethe-Schuhe, Goethe-Buchhandlungen und so weiter. Ich hätte es dann auch wieder eingrenzen können, aber Goethe ist Goethe. Und wie ist jetzt der Diskussionsstand? Um das Jahr 2001 entstand eine grundlegende Diskussion um die Bedeutung von Wissenschaft in der Wissensgesellschaft mit folgenden Annahmen. Die Bedeutung von Wissen als Ressource wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Wertschöpfung und Innovation wächst ständig an. Zumindest in Deutschland. Wir haben kein Erdöl, wir haben nur Wissen. Und das Wissen können wir weiter produzieren. Öffentliche und private Forschungsaktivitäten erfahren eine beträchtliche Ausdehnung. Das können wir wirklich feststellen. Es gibt zig DFG-Anträge, die wieder neu gestellt werden. Es gibt da wieder irgendeinen Think Tank und ich weiß nicht was. Es wird privat geforscht. Forschung ist in, Forschung ist sexy. Also forschen wir. Der Anteil von hochqualifizierten Arbeitskräften, Wissenschaftsarbeitern, nimmt ständig zu. Das stimmt. Es ist auch wieder so, es werden kaum Handwerker gebraucht, es werden immer weiter qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Bereich des Wissens gebraucht.
Tja, damit stimme ich nicht überein, das allgemeine Bildungsniveau steigt beträchtlich an. Das ist wohl leider nicht der Fall. Ich arbeite an der Universität zu Köln. Da habe ich einmal hin und wieder schon mal andere Erfahrungen mitgemacht. Ist halt einfach so. Aber man kann darüber streiten. Vielleicht ist das ein anderes Bildungsniveau, aber nicht das, was ich unter Bildungsniveau verstehe. Und die Zirkulation von gespeichertem Wissen nimmt ständig zu. Das mit Sicherheit. Jeder von uns hat mittlerweile einen Internetzugang. Jeder surft, auch während Konferenzen, während Tagungen. Sie brauchen ihr WLAN, um halt weiter im Diskussionsstand zu bleiben. Ach, da ist ja mal wieder ein Tweet abgesetzt worden. Ich muss also ständig dieses Wissen zirkulieren lassen, dass es sich vermehrt, dass es nicht alt wird. Denn auch stehendes Wasser schmeckt irgendwann nicht mehr. Und das ist mit dem Wissen wohl genauso. Was ist also jetzt die Lösung? Und da habe ich mich vor allen Dingen erstmal auf die juristischen Datenbanken konzentriert. Und da sehen Sie, warum staatliches Wissen auch nicht allein immer so gut funktioniert. Denn 1985 wurde bereits Juris gegründet. Die hatten also wirklich einen Vorsprung von 16 Jahren gegenüber Beck Online. Hätten in der Zeit wunderbar tolle Entwicklungen schon mal vornehmen können, alle anderen vom Markt abhalten können. Aber was ist passiert? 2001 kommt Beck Online auf den Markt, hat letztes Jahr 15-jähriges Jubiläum gefeiert und ist nun mal absoluter Trendsetter. Die haben sich halt einfach bestimmte Sachen überlegt. Es mag nicht nur daran liegen, dass das eine was Staatliches ist und das andere was Privatwirtschaftliches. Die haben einfach bessere Leute gehabt. Aber die können sie vielleicht teilweise auch besser bezahlen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls denke ich, die ergänzen sich beide ganz gut. Und was hinzukommt, ist halt die WIFA Recht, die auch einen guten Job machen und sich auch immer weiterentwickeln. Also wir brauchen aus meiner Sicht eine Kombination aus privatwirtschaftlichem, hochschulrechtlichen und öffentlichen. Mittlerweile finden auch juristische Auseinandersetzungen mit dem Thema statt. Jetzt gibt es in der neuen, in dem NJW-Sonderheft, den tollen Aufsatz »Die Macht der Algorithmen und die Ohnmacht des Rechts«, wie die Digitalisierung das Recht relativiert. Brauchen wir ein völlig neues Recht? Wird sich das Recht vollkommen ändern durch Digitalisierung? Wird es neu geschaffen? Wird es abgeschafft? Wir wissen es nicht, aber es findet zumindest mal eine Auseinandersetzung damit statt. Und auch das ist eine Systematisierung. Wir müssen uns auch mit dem Recht auseinandersetzen. Das Recht folgt den Entwicklungen immer. Das geht den Entwicklungen nicht voraus. Das ist nun mal das Wesen des Rechts. Wir sind halt alle ein bisschen lahmer, ein bisschen konservativer, ein bisschen bodenständiger. Aber ab und zu sehen wir auch mal solche Effekte und folgen dem Ganzen dann wieder auch und setzen uns damit auseinander. Das ist jetzt die Praxis. Ich bin dafür verantwortlich, welche Datenbanken den Studierenden an der Uni Köln angezeigt werden. Es gibt hunderte von Datenbanken, die mit juristischer Relevanz versehen sind. Aber ich habe gesagt, mehr als 100 zeigen wir nicht an, denn das verwirrt. Es muss ja systematisiert werden. Und da sehen Sie, wie ist die erste Systematisierung? Es gibt die sogenannten Top-Datenbanken. Das sind nicht diejenigen, die mir das meiste Bestechungsgeld zahlen, sondern das sind die, die ich für die besten halte. Und dazu gehört eben auch Jurion, auch wenn wir es teilweise gar nicht mehr lizenziert haben, aber auch die virtuelle Fachbibliothek Recht, einfach um das zu fördern. Das sind keine objektiven Kriterien, die ich da angesägt habe, sondern wo ich der Meinung bin, die sollten halt besonders hervorstechen, da sollten die Leute besonders darauf aufmerksam gemacht werden, aber die liefern auch gute Qualität ab. Wie komme ich auf die Recherche Muckel Kirchenrecht? Muckel ist eben mein ehemaliger Geschäftsführer der Bibliothek, in der ich arbeite, und sein Fachgebiet ist Kirchenrecht. Wenn ich das jetzt in verschiedene Datenbanken eingebe, bin ich auch mal wieder gespannt, was für Themen kommen, was für Ergebnisse kommen. Nicht nur Goethe, auch Muckel Kirchenrecht kann man ja mal googeln und auch in Datenbanken überprüfen. Wie es der Zufall will, an erster Stelle bei Google, weil Muckel Kirchenrecht ein Buch, was ich bestellen kann, also ein kommerzielles Ergebnis, was ich erstmal bekomme. Das ist eigentlich auch das, nach dem ich gesucht habe. Denn ich weiß, Muckel hat ein Buch zum Kirchenrecht herausgebracht. Er ist auch Ordinarius für Kirchenrecht. Aber ich wollte einfach mal sehen, was erziele ich für unterschiedliche Ergebnisse. Denn es könnte auch dadurch ganz gut sein, in der juristischen Datenbank, dass ich auch vielleicht auf das Buch aufmerksam gemacht werde, dass ich vielleicht auch nochmal Kirchenrecht eingebe. Ich bin mal gespannt, was es für Ergebnisse gibt und wie das Ganze dort auch systematisiert wird. In der WIFA Recht stoße ich auf das gleiche Ergebnis. Die gibt mir auch noch den Standort an, wo ich das Buch finden kann, also sehr schön systematisiert. Einmal das Buch, einmal der Standort, wie finde ich das Buch
und auf der rechten Seite Verweise, wo, in welchen Quellen, Wikipedia, WordCat, Jurion Juris, Back Online, kann ich dir noch was über Muckel und Kirchenrecht finden. Schlage ich bei Back Online nach, komme ich auf Staatskirchenrecht. Aber Muckelkirchenrecht gibt es da nicht. Und Kirchenrecht als solches ist im Feld Rechtsgebiete als eine ungültige Eingabe gekennzeichnet worden. Wundert mich ein bisschen, aber ist halt so. Ist halt so systematisiert. Wenn ich bei Muckelkirchenrecht in Juris nachschlage, komme ich insgesamt auf 76 Dokumente. Die haben es einmal getrennt in Muckel und Kirchenrecht und dann alle Dokumente, die dieses Wort, die diese beiden Beispiele umfassen. Was ist also das Ergebnis? Die Systematisierung von Wissen bleibt schwierig. Das menschliche Handeln bleibt im Vordergrund, denn ich kann für mich selber entscheiden, wie systematisiere ich erstmal oder wie möchte ich systematisieren. Ich hoffe doch nicht, dass die Maschinen schon selber systematisieren, sondern die werden programmiert, ich gebe Codes ein. Und ich kann mich entscheiden, systematisiere ich alleine analog und digital, nach welchen Informationen gehe ich vor. Drittens, das technische Hilfsmittel sind kontrolliert zum Einsatz zu bringen. Vertrauen Sie auch nicht nur der Technik, denn wenn es in Back Online heißt, Muckelkirchenrecht gibt es nicht, vertraue ich dem nicht unbedingt. Dann sage ich, ich weiß doch, da gibt es doch noch irgendwas, aber ich hinterfrage es dann eben schon mal und vertraue nicht allein auf die Technik. Staat und Privatwirtschaft müssen sich aus meiner Sicht bei dieser Aufgabe ergänzen und gemeinnützige Organisationen einbinden. Es ist also wirklich Zusammenarbeit gefragt, unabhängig von irgendwelchen Egozentriken, die man vielleicht hat, irgendwelche persönlichen Abneigungen. Da hat halt das Persönliche zurückzustehen, sondern man hat da ergebnisorientiert zu arbeiten, um halt zu einer vernünftigen Systematisierung zu kommen. Das war's auch schon. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.